Tag, wir sind hier bei der ADG auf Schloss Montabauer und heute wollen wir über das BVR-Projekt Beratungsqualität sprechen. Dazu haben wir hier zwei hochkarätige Experten eingeladen: einmal Herrn Horst Schreiber, Vorstandsmitglied der Volksbank Trier und Vorsitzender des Fachrates Mark beim BVR, und zu seiner Linken Herrn Thomas Huber, Bereichsdirektor Privatkunden von der Volksbank Offenburg. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Erste Frage geht an Sie, Herr Schreiber. Ähm, können Sie kurz darlegen, aus welchen Gesichtspunkten überhaupt dieses Projekt ähm, Beratungsqualität entstanden ist? Ich glaube, dass einer der wesentlichen Gesichtspunkte das Thema war, äh, wie nimmt der Kunde uns als Finanzdienstleister, aber auch als Volksbank oder Raiffeisenbank wahr? Und was müssten wir unbedingt tun, um diese Wahrnehmung, die ja nicht sehr positiv derzeit ist, äh, zu verbessern oder vielleicht sogar zu optimieren? Können Sie kurz schildern, wann überhaupt diese Idee entstanden ist und wie derzeit der aktuelle Stand aussieht? Ja, wir sind vor etwa anderthalb Jahren mit diesem Thema auch gestartet. Die Idee war gewesen, dass das Thema Beratungsqualität aus verschiedenen Feldern uns auf die Füße gefallen ist. Zum einen über das Thema Aufsicht, das heißt also Verbraucherschutz. Auch getrieben von der Ministerin selbst in, in Berlin. Dass dieses Thema, aber auch über, über Analysen von Stiftung Warentest und anderen uns auf die Füße gefallen, im Sinne von die Beratung, die derzeit erlebt wird, ist nicht optimal, muss verbessert werden. Und das war, glaube ich, der Startschuss für dieses Projekt. Wo liegen dann aus Ihrer Sicht jetzt in diesem Projekt die Herausforderungen? Es gibt eine Reihe von Herausforderungen. In unserer Gruppe, wir sind eine Gruppe mit selbstständigen Volksbanken, Raiffeisenbanken, mit selbstständigen starken Verbundunternehmen, die natürlich in dem einen oder anderen Sinne eine eigene Interessenlage haben. Und diese Interessenlagen zu bündeln und gleichgerichtet auszurichten, das war, glaube ich, die große Herausforderung. Und das haben wir in diesem Projekt aus meiner persönlichen Wertung zum ersten Mal geschafft. Mhm. Können Sie denn schon prognostizieren, bis wann dieses Projekt in allen Genossenschaftsbanken umgesetzt sein wird? Das kann ich Ihnen leider nicht prognostizieren, weil eine der größten Herausforderungen sein wird, dass jeder Vorstand einer jeder Volksbank oder Raiffeisenbank mhm. dieses Projekt sein eigenes nennen muss. Mhm. Und wenn wir das geschafft haben, dann kann ich Ihnen garantieren, dass wir spätestens bis zum Jahre 2014 alle Volksbanken und Raiffeisenbanken mit diesem Projekt in die Umsetzung bringen werden. Mhm. Aber nur unter dieser Voraussetzung. Ja. Herr Hubert, zu Ihnen. Sie sind ähm, Ihr Haus ist ausgewählte Pilotbank zu diesem BVR-Projekt. Ähm, können Sie kurz sagen, wie dieses Projekt Ihr Haus mittlerweile schon verändert hat? Ja, also ich denke, das Projekt hat unser Haus wirklich verändert mhm. und vor allem hat es positiv verändert. Ja. Wir sind damit in die Lage versetzt worden, unseren strategischen Anspruch qualitätsführender Beratung wirklich mit Leben zu erfüllen. Mhm. Das ist, denke ich, eine strategische Herausforderung. Wichtig ist, dass wir es nachhaltig implementiert haben und dass wir damit auch ein steuerbares System geschaffen haben, Beratungsqualität in der Bank wirklich steuerbar zu machen. Das ist natürlich mit enormen Veränderungen verbunden. Herr Schreiber hat es gesagt. Und deshalb, glaube ich, muss man sich von vornherein im Klaren sein, welche Dimension so ein Projekt dann auch in eine Bank bringt. Ja. Nehmen wir mal das Beispiel. Ein Kunde kommt jetzt in ihre Bank und möchte gerne beraten werden zum Thema Vermögensanlage, Einkommenssicherung oder auch Altersvorsorge. Wie würde sich, oder wie würde die Beratung heute aussehen im Vergleich zu früher, bevor Sie Pilotbank geworden sind? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir auf diese Frage überhaupt eine Antwort geben können wir können zwischenzeitlich sicherstellen, dass egal in welche Filiale oder zu welchem Berater ein Kunde kommt, mhm. er immer in der von uns definierten Qualität beraten wird. Mhm. In ihrem Beispiel wissen wir, dass der Berater einen roten Faden, eine Struktur für das Gespräch hat, mhm. wie er mit dem Kunden auf dieses Thema auf, auf diese Themen eingeht und vor allem wissen wir, dass er zuerst immer über die Ziele und Wünsche des Kunden spricht, dass er den Kunden mit einbindet. Wir nennen das Thema Kundenbeziehungsmanagement. Wir wissen, dass er sich, dass er die Bank positioniert, dass er einen genossenschaftlichen Verbund positioniert und dass er dann in einem zweiten Schritt ausgehend aus der individuellen Kundensituation dann Lösungen erarbeitet und Produkte vorschlägt. Aber wir können sicherstellen, dass wir den den Bedarf des Kunden wirklich kennen und dadurch auch individuelle Lösungen erarbeiten können. Und Beratungsqualität hilft uns, einmal in diesem Bereich Kundenbeziehungsmanagement in eine klare Gesprächsstruktur zu kommen. Und wenn es dann darum geht, Lösungen zu finden, zum Beispiel im Thema Anlageberatung, dass auch die wieder in einer klaren Struktur erfolgt und der Berater auch immer weiser ist auf der sicheren Seite. Auch was die Verpflichtungen zu einer anlegergerechten Beratung, WPHG, anzugt diese Themen. Wir nehmen dem Berater damit Ängste und geben ihm Sicherheit, in einer klaren Struktur seine Beratung durchzuführen. Ja, ein Ziel des Projektes ist ja Nummer eins, in der Mitglieder- und Kundenzufriedenheit ja. zu werden. Können Sie das schon ähm, bestätigen, dass ähm, über Rückmeldungen die Kunden sich sehr positiv dazu geäußert haben? Ja, also das ist, glaube ich, die schönste und die beste Bestätigung sind Rückmeldungen von Kunden. Ich war in vielen Gesprächen auch mit dabei. Und wenn ein Kunde mir nach einem Gespräch sagt, ihm ist überhaupt erst klar geworden, welche Themen er für seine Familie regeln muss und angehen muss, und dass er mit unserem Berater auch den Partner dazu gefunden hat, ich glaube, das sind die Bestätigung, die wir brauchen. Und in einem anderen Kundengespräch eine Rückmeldung, als ein Kunde, ein eher kritischer Diplom-Ingenieur mir sagt, mir ist das erste Mal klar geworden, wie mein Berater zu einem Lösungsvorschlag kam. Und ich habe wirklich Transparenz erlebt. Ich glaube, dann sind auch zwei, drei wesentliche Ziele, die wir zu Projektbeginn auch definiert haben. Auch mit solchen Bestätigungen auch wirklich sieht man, dass wir in der Umsetzung sind. Sie haben aber eine Dimension vergessen. Auch unsere Berater finden das toll. Es geht nicht nur, dass das Kunden gut finden, auch die Berater finden es gut. Natürlich ist es ein großer Veränderungsprozess. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Aber wir machen das Ganze, um im Kundenbereich Nummer eins in der Kunden- und Mitgliederzufriedenheit zu sein. Wir tun es auch, unsere Berater zu unterstützen. Sie haben eingangs das Thema gesagt: Aufsichtsrechtliche Themen. Ich glaube, hier wird es für den Berater wirklich auch die Wirkung klar. Wir wissen, unsere Berater sind heute nach Mitarbeiteranzeigeverordnung bei der BaFin registriert. Wir haben das Thema Umgang mit Beschwerden. Und hier können wir als Bank unseren Mitarbeitern einfach Sicherheit geben. Wer in diesem Beratungsprozess unterwegs ist, weiß, dass er den Anforderungen zu einer anlegergerechten Beratung gerecht wird. Okay, vielen Dank, Herr Huber. Vielen Dank, Herr Schreiber. Wir sind alle sehr gespannt, wie dieses Projekt weitergeht und freuen uns wenn es dann im nächsten jahr dann umgesetzt sein wird vielen dank!